Es war ziemlich ungewohnt, weil es halt ein Riesenunterschied zur Universität war. Aber an sich war es ziemlich cool. Mein erstes Semester war sehr aufregend. Vor allem die ersten Wochen, weil alles sehr ungewohnt war, im Gegensatz zu der Schule von damals. Alles? Also, ich bin halt im Master, der läuft sowieso nur 1,5 Jahre. Das musste alles ziemlich schnell gehen mit dem Kennenlernen und das hat auch echt ganz gut geklappt jetzt. Kontakte knüpfen, würde ich sagen. Und gut gelaufen. Ich habe gemerkt, dass das der richtige Studiengang für mich ist. Gruppenarbeiten. Ich musste mich tierisch an die ganzen Gruppenarbeiten gewöhnen. Das Schwierige war erstmal, sich daran zu gewöhnen hier, weil der Unterschied zur Schule doch sehr groß ist. Von Fach zu Fach, also es ging ganz gut eigentlich in Mathe und Physik, weil ich das auch im Leistungskurs hatte im Abi, aber die anderen Fächer, die man noch nie so hatte, waren halt schon ein bisschen schwieriger. Dann. Viel, man musste sich auf jeden Fall strukturieren lernen, aber hat inhaltlich alles Spaß gemacht, also war auch okay. Der Stoff war an sich in Ordnung, dann kam ich gut klar. Da habe ich so ziemlich alles wahrgenommen. Ja, und was die Vorlesung angeht, habe ich die Übungsstunden wahrgenommen und die Werkstatt für Mathe und auch die Themenabende. Also das hat alles ziemlich geholfen. An sich eigentlich nur die Erstsemester-Party. Tipps habe ich fürs Erstsemester, dass sie versuchen sollen, sich eine Gruppe zu bilden, mit der sie dann zusammen viel lernen können. Ja. Ja, der Hochschulgarten kommt ja jetzt. Das ist schon mal schön. Die Bo-Lounge könnte wieder fertig werden. Weiß nicht, sonst fällt mir nichts ein. Ja, Gebäude jetzt nicht, aber gerade in der Klausurphase vielleicht noch mehr Räume zum Lernen, weil da ist es meistens dann überall voll und dann wird es schwierig. Aber ansonsten